Und da wird nicht lange gefackelt. Carr mit dem Tor zum 1:0. Und dann gibt's gleich noch ein Andenken von Bozo. 3 Minuten sind genau gespielt. Kommt da gar nicht zum Torjubel. Daniel Carr, dritter Saisontreffer. Arcombello zuerst mit dem Zuspiel und dann reagiert Carr schneller als Tobias Stephan. Fazzini zuerst mit dem Abschluss. Sehr schnell reagiert von Daniel Carr. Abschluss, mal gehen. Gleich wieder auf Hüder und das ist der Ausgleich. 26. Minute. Zweimal mal gehen auf Hüder, beim zweiten Mal ist Niklas Schlegel bezwungen. Und also ist er auch wieder da, wenn gepunktet wird. Und Kornacker versucht da Schlegel noch die Sicht zu nehmen. Das war allerdings nicht das Problem, sondern dass dieser Schuss derart scharf kam, dass er da. Und jetzt Bahn frei für Lausanne. Möglichkeit hier. Josh Juris mit der Chance, alles klar zu machen. Juris trifft. Sieg für Lausanne 2:1. Nach 2 Minuten und 9 Sekunden. Josh Juris. Er, der lange ohne Punkt blieb, nachdem er im ersten Meisterschaftsspiel gleich 4-mal gescored hatte. Jetzt hier mit der Entscheidung und somit bleibt Lausanne ungeschlagen zu Hause und auch ungeschlagen in einer Verlängerung.